So, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine liebe Community auf dem Kanal Angel Readings. Ich bin schon gespannt, denn meine Homepage www.angelreadings.de nimmt schon langsam Formen an. So eine Preview-Seite ist schon drauf, da kann man mal gucken, aber das ist noch nichts Besonderes. SSL-Zertifikat, Datenbank ist schon angelegt, WordPress ist schon installiert. Jetzt geht es dann in die letzten Züge, ins Design und in die Videos und alles Mögliche. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt und da freue ich mich auch drauf, wie ein kleines Kind auf meine Homepage und ich bin schon sehr gespannt. Und freue mich auch schon drauf, wenn ich euch die endlich mal dann präsentieren kann. Ja, also okay, mein Baby, das nimmt langsam Formen an. Hat ja auch nicht so viel Zeit zwischen diesen ganzen Readings und Videos und allem. Da muss man dann auch noch mal ein bisschen zu was anderem kommen. Aber ich finde, eine Homepage ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja immer so etwas wie eine Visitenkarte im Internet und da muss das halt auch Hand und Fuß haben, ne, und passen. Ja, so, genug gequatscht. Ja, was machen wir hier? Das ist der Tagesquickie vom King of Quickie, wie ich von euch ja gerne mal genannt werde. Wir schauen ja hier immer in die Tagesenergie rein. Und heute geht es natürlich dann um den Sonntag, den 7. März, ein wunderschöner Sonntag. Und wir schauen dann mal immer rein in der Partnerschaft, bei den Singles. Wir schauen bei der Arbeit rein, dann bitten wir noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt. Und am Ende ziehen wir dann auch noch eine Karte aus der Happy Box. Aber das hat jetzt noch Zeit, denn wir fangen mal an. Es geht ja jetzt um die Paare. Und da wollen wir mal schauen, was denn an dem Sonntag in der Partnerschaft so los ist. Ich bin gespannt. Was ist da los? Und da haben wir schon die erste Karte. Ja, der Reiter an dieser Stelle schön. Das heißt ja immer, dass man aus einer Situation herauskommt in eine schönere, in eine bessere. Das ist ein positiver Aufbruch, das ist ein positiver Ausgang. Also ja, an der Stelle wunderschön der Reiter. Eine wunderschöne Karte im Allgemeinen mag ich immer gerne, weil dann sehe ich, dass da was vorangeht. Na? Aber wir schauen mal weiter, was wir da für die Partnerschaft noch kriegen, für einen Impuls als Klärungskarte. Da fällt sie. Da freut sie. Oh, schaut mal an, was für ein schöner Tag, um die Beziehung zu pflegen. Der Reiter, positiver Aufbruch, positiver Ausgang in Sachen Verbindungen zwischen zwei Menschen. Und hier geht es hier um die Partnerschaften, ja, um den Lieben, um die Liebste. Also hier der Tag ganz im Zeichen der Zweisamkeit, ja. Also wunderschöne, wunderschöne Karte, wunderschönes Duo, wunderschöne Kombination. Also genießt den Tag zu zweit auf jeden Fall. Mein Tipp an euch. Gebt euch einander hin. Lasst krachen. So, und jetzt schauen wir mal bei uns Singles rein. Was gibt es denn da am Sonntag? Okay, also bewölkten Himmel, könnte sogar passen. Hier also ein bisschen Unklarheit drin, wenn es vielleicht um einen Herzenspartner geht, wenn es vielleicht darum geht, ob man überhaupt einen Partner möchte momentan. Also es gibt ja auch Singles, die sagen sich, ja, mir geht es so ganz gut, ich brauche gar keinen. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was wir da noch für eine Karte bekommen. Ja, die Sterne. Okay, da macht das auch Sinn. Ihr seht ja auf der Karte der Wolken rechts die helle Seite, da kommt Klarheit rein. Und der Stern ist ja sowieso die Klarheit. Also klarer geht es ja gar nicht mehr für uns Singles an dem Sonntag. Also hier die Energie ganz gut, um sich mal darüber im Klaren zu werden, wo denn deine Reise hingeht. Möchtest du überhaupt eine Beziehung? Möchtest du keine Beziehung? Möchtest du deinem Wunschpartner etwas näher kommen? Ja? Also der Tag, die Energie ganz gut für euch alle Singles da draußen, sich mal darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich überhaupt? Und wenn ich weiß, was ich möchte, dann nimm es dir und dann hol es dir auch. Ja, also hier ganz im Zeichen der Klarheit oder sich darüber über etwas im Klaren sein oder werden. Ja, also ganz egal, ob es jetzt darum geht, ob man überhaupt jemanden will oder nicht, oder eben auch ja auf den Wunschpartner zuzugehen und ihm mitzuteilen, was du denn denkst, fühlst, spürst und möchtest.
Okay, jetzt schauen wir mal bei der Arbeit rein. Was ist denn da los auf der Arbeit? Es gibt ja auch liebe Menschen, die gehen am Sonntag auf die Arbeit. Okay, ja, da ist die Uhr gefallen. Man hofft natürlich, dass die Zeit schnell vorbeigeht auf der Arbeit, weil es ist ja auch Sonntag. Na, hier geht es irgendwie um Zeit, um die Zeit. Dann schauen wir mal, was wir noch für eine Karte bekommen. Oh. Gut, auf der Arbeit am Sonntag ist es Zeit, sich mal seinen Schwierigkeiten, Problemen, Hürden und Blockaden zuzuwenden. Wenn du auf der Arbeit irgendwelche Dinge hast, irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten, dann ist es jetzt am Sonntag an der Zeit, diese zu lösen und diese anzugehen und dich ihnen zu stellen. Ja, also hier am Sonntag auf der Arbeit, wenn da irgendetwas ist, was dich stört, ja, wenn es auch der Job selbst ist, dann geh es an. Die Zeit dafür ist reif. Auch wenn es darin mündet, einen neuen Job zu suchen, das Gespräch mit dem Vorgesetzten mal zu suchen, Klärung sich selbst zu verschaffen. Also hier ist die Zeit gekommen, den Berg niederzumachen am Sonntag auf der Arbeit. Die Energie dafür ist sehr, sehr gut. Also greif an, löse deine Hürden und Blockaden. So, und jetzt bitten wir natürlich noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Sonntag. Und da haben wir die erste Karte. Ja, da bist jetzt du gefallen als der Fragesteller, die Fragestellerin. Was will uns denn hier die geistige Welt sagen? Auf jeden Fall dreht sich natürlich wieder um dich. Schauen wir mal, was wir noch für eine Karte bekommen. So, was haben wir denn da bekommen? Die Würfel, also die Botschaft aus der geistigen Welt an diesem Tag, ja, alles, was dich in die Unsicherheit bringt, alles, was dich nervös macht, was dich schwächt, was dich aus der Stabilität, was dich aus der Mitte bringt, ja, lege es ab, ja, du drehst dich davon weg. Und die Botschaft aus der geistigen Welt, ganz klar, wenn es in deinem Leben Dinge gibt, ja, die du ja eher ungern tust, ja, wo du dich hinmühen musst, wo du dir nicht sicher bist, dass du das auch von ganzem Herzen möchtest und mit Freude machst, ja, ist an diesem Tag mal die Energie gut zu erforschen an sich selbst, was ist das und wie kann ich das abstellen, wie kann ich das sein lassen, ja, also man wenn man sich mit Dingen umgibt, wo man nicht sicher ist, ob man das gerne macht oder man macht es halt, weil man muss, dann quält man sich, dann tut man etwas, was man nicht will, dann ist man nicht in seiner Mitte, dann ist man nicht stabil, dann ist man nicht positiv. Von daher ganz toll die Botschaft aus der geistigen Welt hier, dass man ablegt, ja, und dass man sich nur Dingen hingibt, wo man auch weiß, okay, das mache ich gerne, das mache ich mit Freude. Ja, ist ja auch ganz wichtig. So. Und jetzt ziehen wir noch gemeinsam eine Karte aus der Happy Box. Schauen wir mal, was die uns noch zu sagen hat. Ja, also diese Karten, die springt eher ungern. Ach, da ist aber auch schon eine Karte. Siehst du, kaum fange ich an zu meckern, geht's schon. Okay, heute ist ein guter Tag, um sich nicht zu überfordern. Ach, na, das ist natürlich auch schön. Das ist ja genau mein Ding. Ich lese es euch vor. Mach kleine Schritte. Lass die 7-Meilen-Stiefel stehen. Achte heute darauf, nicht zu viel auf einmal zu wollen, denn das schafft nur Frust. Freu dich über jedes kleine Vorwärtskommen. Aus Teilabschnitten erwächst ein Ganzes. Also genau, Step by Step, nicht alles auf einmal wollen, schön Schritt für Schritt alles machen. An diesem Tag ja eine sehr, sehr schöne Energie, gefällt mir wirklich gut, dass man mal sagt, wieso soll ich mich eigentlich überschlagen? Dankt mir ja unterm Strich auch irgendwie kein Mensch. Von daher lasse ich es doch mal ganz geschmeidig angehen. Und das empfehle ich euch auch. Und mir empfehle ich es selbst auch. Kann mir auch mal ganz gut tun. Gang runterschalten.
werde ich an diesem Tag dann auch machen. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn du noch kein Abonnent bist, kostet ja nichts. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne mal meinen Instagram-Kanal besuchen. Ist alles unten in der Infobox. Wenn du Kanalmitglied werden willst, kannst du eine Mitgliedschaft abschließen. Ich freue mich, von euch zu hören. Bleibt gesund und einen wunderschönen Tag.